Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Together und ich habe meine Sachen verloren und das kotzt mich an und deshalb höre ich jetzt auf mit dem Let's Play und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Der Tobi hat keinen Bock mehr. Nee. Tobi, bleib mal stehen, Tobi. Guck mal, ich erzähle mal ganz kurz eine Geschichte. Ein einsamer Mann, ganz alleine, nur mit seinen zwei Nippeln. Dreh dich mal um, Tobi, zeig einmal dein... Komm, Tobi, einmal. Tobi. Oh, geil, Tobi! Bukacke! Oh ja, komm. Was geht's? Ja, wir machen natürlich auch in dieser Folge wieder Fragen vorlesen von der wunderschönen Community und ich möchte von der Laura Sophie gerne die Frage vorlesen, die uns fragt, was denn unser Buch lesen, ne, ob wir lieber Bücher lesen oder Filme schauen. Wie sieht's denn bei euch aus, Jungs? Bücher lesen oder Filme schauen? Ich lese immer Bücher. Ich lese auch immer gerne Bücher. Also ja, ich auch. Lieber als Filme. Es gibt so also einige Bücher, so zum Beispiel Illuminati, das ich vor kurzem, da habe ich auch erst das Buch gelesen, das ist ein total geiles Buch. Gar nichts von beiden, muss ich ehrlich sagen. Ich bin, wenn mehr, der Seriengucker. Aber ansonsten ja, weder bei mir Buch sind noch es, Filme. Bei mir sind es eher die Filme und Serien, das stimmt schon. Wobei, ich muss sagen, ich habe gestern Gravity geguckt. Ein Hammerfilm, wo hast du denn geguckt? Ja, das würdest du jetzt gern wissen, ne? Was hast du denn Gravity geguckt? Tja. Der ist doch noch gar nicht auf DVD. Jetzt ist es aber eng für dich. Wo hast du denn geschaut? Da gibt es so große Häuser, ne? Der da, läuft nicht mehr, der läuft nicht mehr im Kino. Das sind so Leinwände? Der läuft nicht mehr im Kino. Dann kann man der Film läuft angucken. Nicht mehr, der Film läuft nicht mehr, doch, in keinem Kino. Klar. Nein. Aber bei Kino nicht. Läuft das schon noch. Also Sascha, Patrick, jetzt hast du dich schon wieder reingeritten. Also ja. Liebe BKA und LKA, der Patrick Hasberg, soll ich dir noch weitere Details nehmen? Also sind wir mal ehrlich, wer macht das bitte nicht? Ja. Soll ich jetzt davon anfangen, was du guckst, oder? Ich schrub mir mal ein. Okay, dann haben wir jetzt das beendet, dann können wir jetzt weitermachen. Okay. Also, apropos Geschichten, da hat gerade jemand gefragt, was denn... Patrick, ich möchte ganz kurz ja, sagen. Ja, dann brech mich Patrick, du bist auf viel dünnerem Eis, wenn ich eine bestimmte Folge erwähne. Also, ja, die, was wolltest du sagen? Hä? Also ich fand gefragt? Dein Eis relativ. Alter, Patrick, ich schieße dir gleich mal Riesenkock in deinen Arsch. Jetzt halt dein Maul. Boah. Was ist mit dir ausgehen los? Hier, ey. Das ist ja schlimm. Bärmapartys. Dean, was ist los? Boah. Gott. Ja. Alter. Ja. So. Sprich weiter, Dean. So. Ich benutze also, mal ganz kurz ein Table hier. Was halt, ich geb's auf. Komm, Dean, sprich weiter. Oh, warte mal. Ach, da hat der Dean wird wieder angerufen. Nee. Könnt ihr mal anrufen, ja. Glaubt ihr an ein Leben nach dem Tod? Oh. Ja, schon. Ja. Der Dean, ja. Ich bin schon öfters gestorben, ja. Passiert. Wer hat denn sein Handy da liegen? Ich. Das ist eine gute Frage. Räum das mal bitte weg. Wer wohl? Jetzt? Besser? Mhm. So, was ich sagen machst du wollte. Da? Dennis, ich sag dir, ne? Warte mal ganz kurz, Tobi, was machst du da? Dennis? Was machst du da, Tobi? Ich sammle meinen Kram wieder zusammen, ich brauche Ausrüstung. Achso, den Sach, was wolltest du sagen? Jemand hat gerade gefragt weiter, Dean. Und... Das halt, Sascha. Keiner wird dich unterbrechen. Sascha? Mal reden. Jemand hat gerade gesagt... Sag mal, Dennis, hast du noch... Sag, Dean, komm jetzt. Raus. Oh, bin eine ach, Dean, Oh, Alter, weißt du was? Weißt du was, Dennis? Was wolltest du sagen? Ich bin jetzt ruhig. Komm, sag. Ob wir eine peinliche Geschichte von uns erzählen können. So, das hat jemand gerade gefragt. Eine peinliche Geschichte? Genau. Ja, erzähl doch mal die Knastgeschichte. Man hat bei mir im Livestream gesehen, dass ich mal auf eine Pornoseite war. So, weiter. Das ist aber voll peinlich. Das ist aber nicht peinlich. Nee. Langweilig. Jetzt sind wir was. Nee, der Patrick hat gerade versucht, mir den reinzuschieben, aber. Ja, also, den Witz. Okay, herzlich willkommen. Herzlich willkommen in Köln, meine Freunde. Ja, tut mir leid, aber dass da Leute mir das an die Pinnwand geschrieben haben, ja, ey, komm, ich sag dazu nichts. Aber jeder, ist doch auch nur jeder, also wenn, ach komm, kannst du mir erzählen, weißt du? Der eine lädt sich die Filme illegal runter und der andere, der... Okay, Patrick, du hast dich jetzt, also wenn man sich Pornofilme anguckt, ist es ja nicht schlimm, es sei denn, macht's so wie du auf RedTube, wo man erwischt wird. Und dann von einem Anwalt genau. Post kriegst, ja? Ja. Aber der Better Call Johannes hatte ich wieder. Richtig, der hat mich wieder rausgehauen, da war ich auf der guten Seite dann wieder. Hey, Tobi, was war denn bei dir der peinlichste Moment? Boah, das weiß ich jetzt so aus dem... Das kann ich vielleicht erzählen, wenn ich ein paar Bier-Intus habe, aber so habe ich jetzt eigentlich keinen.
Dasha? Ich habe mal einen Brief bekommen, dass ich ein Spiel illegal runtergeladen habe. Hast du es denn? Ja. Ganz ruhig. Ja, es guckt doch niemand hier zu, oder? Nee. Polizei? Nein, Schwein gehabt. Nee, das ist echt nicht so lustig, aber zum Glück bin ich da noch gut rausgekommen. Ja, musstest du denn, da muss man doch, hast du denn zugegeben, dass du es gemacht hast, oder hast du... Jein, also, Herz auf seine Eltern geschoben. Sollte, das war ein Steam-Spiel, ich weiß gar nicht mehr genau, welches es war, sollte ich, 2600 Euro nachzahlen. Boah, das ist richtig viel Geld, aber das Gute war, dass ich ja bei meinem Vater wohne und ich da noch 17 war und, die Anklage war ja gegen mich, gegen meinen Vater, weil, das war ja seine Internetverbindung, ja, blablabla. Ja, das ist ja gut. Aber er konnte ja beweisen, dass er es nicht war. Ich bin nach Köln gewechselt, achso. Naja, auf jeden Fall, habe ich da Glück gehabt. Aber kauf ich Spiele lieber legal. Ja, so. Das sollte man echt sagen. Also ich habe mir, ohne Scheiß... Außer das sind so Schrottgames wie Battlefield 4. Ja, die könnt ihr euch alle runterladen. Genau, nee, aber ich habe mir wirklich, das ist kein Witz, ich habe mir noch nie ein Spiel runtergeladen. Noch nie ein Spiel. Also, ich hab mir mal King of the Road damals runtergeladen. Boah, dieses LKW-Spiel, oder? Ja. Ist das nicht so ein LKW-Spiel? Weil ich es nirgendwo mehr gekriegt habe. Alter, das ist doch voll das Scheißspiel. Das hat aber so Spaß gemacht irgendwie. Da war ich ja, Dean, was war denn dein peinlichster Moment? Ich könnte, Dean, soll ich mal eine lustige Geschichte von dir erzählen? Ich sag nur... FIFA und der Stuhl? Nee, nee, das ist ja nicht lustig. Das ich fand das super. Nee, ich sag nur, Dean, ich sag nur, Schlafwandeln, Shampoo, nee, ich sag Schlaf... Wandeln und Toilette. Ja, das kann ich erzählen. Erzähl. Ja, okay, also welches ist ins Klo gefallen? Also ich habe öfter das Schlaf gewandelt. Welches meinst du denn? Das bei dir oder das hier? Ich kann ja mal ganz kurz erzählen, weil es lustiger, wenn ich das erzähle. Ja, mach's. Soll ich dir den Adi erzählen oder soll ich lieber erzählen? Ja, ist mir egal, kannst du den Adi oder das Toilette erzählen. Der Dean ist so ein Mensch, es gibt ja so, vielleicht ist das bei euch auch so. Also bei manchen Menschen ist das ja so, wenn die eine Dokumentation gucken oder einen Film gucken, dann träumen die davon. Ja, kann ja passieren. So, und beim Dean war das so, von Adolf Hitler geträumt, oder? Der Dean hat eine Dokumentation von Adolf Hitler geguckt, auf N24, ja? Und es ist ich habe früher in einer WG gewohnt, ja? Und dann war ich nachts weg, der Dean hat bei mir gepennt, und dann bin ich nach Hause gekommen und dann kam meine Mitbewohnerin zu mir und meinte, boah Dennis, was war denn mit deinem Bruder los? Ja? Und dann sag ich, wieso? Ja, der kam heute Nacht... Kam der runter, also der hat die ganze Zeit durch ein Haus geschrien, da kam der runter. Wir sind wach geworden, hat er gesagt, er ist die rechte Hand von Hitler, ist Goebbels. und er plant den dritten Weltkrieg. Das ist wirklich eine wahre Geschichte, ne, Dean? Ja, das stimmt, das kann ich. Und er plant den dritten Weltkrieg. Das ist kein Witz, Leute, das hat er wirklich geträumt. Ja, also, hat er noch also er war richtig drin. Und dann gab es auch mal einen Tag darauf. Habe ich dann gedacht, komm, pennst du lieber zu Hause, bevor wieder so eine Aktion startet. Und dann ist er aufgestanden nachts und ist auch wieder durch ein Haus gerannt. Und dann hat er so gesagt, boah, Dennis, der war halt auch wieder voll weggetreten und so. Und dann habe ich den genommen, habe den auf dem Bett gesetzt, habe den einen voll geballert. Dann war er wach und habe ich zu dem gesagt, Dean, bist du wach? Er hat ja gesagt und habe ich gesagt, gute Nacht. Weißt du noch? Nette Familie. Das hat mir gar nicht wehgetan, ich habe gar nichts gespürt. Ja, das ist... richtig geschellt. Aber das ist auf jeden Fall so eine lustige Sache gewesen. Es sind so viele peinliche Sachen passiert. Zum Beispiel vor einer Stunde ungefähr war ich im Badezimmer, ja. Das ist auch ganz lustig. Und kennt ihr diese Waschmittelpackung? Diese blau, diese blau-grün? So, ich hab da ein bisschen zu fest drauf gedrückt. Und dann ist mir das ganze Zeug voll in die Fresse geflogen. Und auf was ins Auge. Also, oh, ja, warum man das macht, das weiß ich auch nicht. Also, die Sachen, die mir immer passieren, täglich, das ist unglaublich, ey. Und was man aber noch fragen kann, wie muntert ihr euch denn mal auf, wenn es euch schlecht geht, Tobi? Wenn du einen schlechten Tag hast und denkst, ah scheiße, muss ja aufnehmen, dann muss man ja manchmal immer lustig sein. Oh scheiße, ich muss aufnehmen. Nee, manchmal hat man ja so Tage, da denkt man sich, oh, jetzt lieber was anderes machen, ja, weil vielleicht ist man schlecht gelaunt oder man ist müde und man hat keine Folgen mehr. Gibt es ja alles. Wie muntert man sich denn am besten dann auf? Also was mir immer sehr gut hilft, ist Musik. Ja, Musik einmal, genau. Musik hilft immer, ich bin, das erzähle ich jetzt nicht. Musik hilft auf jeden Fall. Was erzählst du nicht? Nee, das erzähle ich nicht, erzähle ich ein andermal. Okay. Der Tobi macht es immer so spannend, der Tobi ist heute in der Aufnahme richtig mysteriös hier. Ja, man muss also ja ich lade mir immer ordentlich einen runter. ich wusste, dass du was sagst. Wie muntert sich denn der Patrick? Ich habe den Patrick gar nicht nach seinem peinlichsten Moment gefragt. Ja, ich habe auch die ganze Zeit überlegt, aber
Ich wüsste einen, soll ich erzählen? Nee, wenn, dann müsste ich das ja erzählen, aber überraschenderweise fällt mir jetzt gar nichts ein, aber ich würde mich jetzt gleich wieder melden und in die Diskussion dann einsteigen. Ich würde immer sagen, Hashtag Minecraft-Folge. Wie wär's denn mit deiner Geburt? Boah, das war jetzt aber echt fies, Tobi. Das war jetzt wirklich sehr fies. Ja, jetzt bin ich aber wieder lieb zu dir. Auch gegen andere. Warum gegen andere? Gegen andere beteiligte Personen. Welche denn? Bei der Geburt. Da waren auch andere beteiligt, aber... Versteht ihr bestimmt. Achso, ich hab gefilmt, als du rauskamst, oder was meinst du? Dennis, jetzt ist aber mal gut, jetzt echt. Echt. Total asozial von dir. Dennis, du gehst zu weit. Oh, ey, Tobi, was sind denn für Spaßbremsen keine heute? Ahnung, ja, was meintest du denn vorlauf? Da müssen wir ernst sein. Echt. Aber nimmt der den Patrick denn in Schutz? Was ist denn ja, hier los? Pf, Tobi, ey. Ich erinnere nur an Folge 100 an dem Schluss. Sind wir denn hier gelandet? Ey, nee, ey. Das macht ja mal gar keinen Spaß mehr, aber, so Minecraft. Oh ja, Patrick, wir spielen jetzt DayZ zusammen. Wir sind jetzt Best Buddies. Oh, Patrick. Oh, schlecken wir ihn. Was? Das war übrigens jetzt Werbung für euch, ja? Jetzt nicht, ja, nicht negativ zu meinen. Ich wollte eigentlich gerade über Dennis lästern, wie er DayZ spielt, aber okay, dann lass ich das doch, so. Komm, lass mal. Oh, komm, wir haben eine Axt auf uns zu. Oh. Ja, ich hatte einen Schraubendreher in der Hand und dann Dennis, oh, der hat ein Messer, ey. Müsst ihr voll aufpassen, ja. Der ist total heftig drauf. Naja. So doof, wenn man keine Reaktion kriegt. So, Was baust du hier für eine Scheiße? Ich will so ein Dings bauen, so ein Treppchen. Oh, oh! Dien! Ich meine, ich will das abbauen, du bist sofort nach eingegriffen. Oh, ich war Level 95! Ja, so! Die kannst du mal bitte das Skelett da töten. Nö. Du bist sofort nach eingegriffen. Du bist so ein Penner, Alter. Boah, Dien, find ich gut. Jetzt mal wieder, wie seid ihr auf eure YouTube-Namen gekommen? Ja, beim Tobi versteht sich da wahrscheinlich von selbst. Und bei mir habe ich es ja schon erzählt. Nee, warte mal, mein YouTube-Name ist ein ganz anderer. Ich aus dem Spiel Project Zero. Dino, du wolltest doch die Farm bauen. Ja, achso. Was wollen wir mal machen? Farmorama. Project Zero war ein gutes Spiel, aber auch sehr, sehr krass. Project ja, Zero. Mit dem Muster, mit dem Foto gemacht. Tobi, was ist da, welche, Jungs, welche Musikrichtung hört ihr denn? Alles. Der Sascha hört Rammstein, weiß ich. Ja? Hm? Patrick, was hörst du denn so für Musik? Boah, ich höre auch querbeet. Was mir halt gefällt. Was so im Radio läuft, ne? Ja. Tobi? Ich habe keine bestimmte Musikrichtung, die ich gern höre. Ich höre alles. Ich höre alles von ja, bei mir, bis klassischer Musik, bis Klavier, bis... Rammstein jetzt nicht unbedingt, aber... Ich ja, bei mir ist das so ähnlich. Also alles, was so eigentlich im Radio läuft oder wo man zu gerade Lust hat. Zum Beispiel, was auch sehr cool ist, wenn man zum Beispiel Ziemlich beste Freunde guckt, den Film. Habt ihr den mal gesehen? Das ist mit den Schwarzen und den Behinderten. Mit den Schwarzen und den genau. Ach so, eines der schönsten Filme, die ich bis jetzt gesehen habe. Auf jeden Fall ist es ja so... Der Danny, sage ich schon. Der Danny? Hattest du Tränen in den Augen? Danny. Ja, nee, das wollte ich nicht sagen. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Oh, ich dachte, ich baue den Weg hier weiter, dass du den Farben so an den Seiten baust. Lass mich doch mal machen. Sag mal, kann man einer Fackeln bauen? Ich wollte sagen, da gibt es ja so einen tollen Soundtrack zu und der ist ja auch eher klassisch und muss ich echt sagen, ich höre auch sehr gerne Klavier und sowas, also... Ja, genau. Da kann man echt wenn man irgendwie was am Arbeiten ist am PC, ist das super. Ja. Ich höre immer sehr gerne Eminem im Moment. Ja, Eminem ist auch ganz gut, geht auch. Aber ich bin ja Coldplay-Fan, wie die eine oder andere wissen. Und da wird halt auch sehr viel mit Klavier gearbeitet und Piano Rammstein auch. Also Rammstein ist so krass, also der Sascha, der ist wirklich richtig ein krasser Rammstein-Fan und teilweise ist es so, weißt, ich hab mal... Weißt du, wer noch Rammstein-Fan ist? Wer denn? Der sag ich jetzt nicht, nein, das ist Simon? Nein, das sag ich jetzt nicht, dafür werde ich gehasst, Alter. Nein, sag doch. Ich weiß, was du sagen willst, aber ich sage es nicht. Hau raus, den. Denkst du denn? Sag, was du sagen willst, komm, sein Mann. Michael Schumacher. Das wollte ich nicht sagen. Alter. Boah, der war krass, den. Der war mega krass. Ich bin sogar so geschockt, dass ich gar nicht lachen kann gerade. Boah, da kannst du nicht lachen, weil. Boah, der ist so krass. Also, Donaldi. YouTube-Kanal Donaldi. Den hat Sascha mir geschickt. Also, lieber www.youtube/Donaldi. X nicht vergessen. Findet ihr bei uns oben rechts alle auf der YouTube-Startseite. Falls ihr mal da vorbeischauen möchtet, könnt ihr unter dem Video mal ein Dislike hängen, finde ich. Also für den Witz beim Donaldi ein Dislike hängen, finde ich eigentlich eine gute Bestrafung, oder? Was sagt ihr denn, Tobi? Was sagst brutal, du? Alter. Ja, also, ja, doch. Könnt ihr mal kurz abonnieren und dann wieder deabonnieren, ist auch ja. So. Ja, da sitzt dann immer so, boah, geil, 10.000 Abonnenten. Ach, doch nicht. Ich könnte noch ein paar Witze über Merkel, aber die mache ich jetzt lieber nicht. Was war die schönste Erfahrung, die ihr durch euer Let's Play-Dasein erfahren durftet? Fragt die Miriam. Bei mir war es das Sony Center.
Meine Mutter eine Hure ist. Das hab ich auch schon öfters gehört. Was? Alter. Was? Was hast du gesagt? Was? Was war die schönste Erfahrung? Weil deine Mutter eine Hure ist? Hast du das gerade gesagt? Ich hab's auch nicht verstanden. Bist du behindert? Natürlich, ihr willst heute wissen in der Folge. Nein, du verstehst nicht, was ich damit meine. Egal. Was geht denn bei dir, Alter? Ich kann's jetzt nicht sagen, weil sonst... Ey, das seid ihr später. Alter, Dean, was ist los heute bei dir, ey? Das muss das Waschmittel sein. Ja, was war da drin? Tobi, was war denn deine schönste, um mal wieder hier, was war denn deine schönste Erfahrung, Tobi? Viele neue Leute kennengelernt. Genau. Das fand ich, eigentlich nicht am schönsten. Ja, den Taros haben wir nicht durch die Let's Plays kennengelernt. Zum Glück nicht. Den der macht auch so schlechte Let's Plays, kann man gar nicht gucken. Nein, der Taros, der hat bei PlayNation ja schon angefangen und die Let's Plays kam ja dann dazu. Ja, die ist heute echt durch, Alter. Irgendwas ist bei dem Junge falsch gelaufen. Wer ist euer größtes Vorbild? Dennis. Huckleberry Finn. Ne, sag mal ganz ernsthaft, was ist, ich hab kein Vorbild, glaube ich. Ne, ich auch nicht. Ich beneide immer die Menschen, die immer trotz der Tatsache, dass sie halt einen sehr stressigen Tag haben, immer gute Laune haben. Weißt du, also. Ja, der Taro ist auf jeden Fall. Ich finde Leute gut, die bekannt sind, aber doch sehr bodenständig. Sowas ist mein Vorbild. Ja. So wie Dennis also. Ich würde niemals sagen, dass ich oder der Tobi bekannt sind. Niemals. Für mich zum Beispiel Gronkh und Sarraza, sowas. Die sind für mich Patrick bekannt. Patrick, verzieh dich, das ist meine Sie sind so bodenständig geblieben und einfach so cool drauf. Dennis, ich stell dir mal auf, wie du machst, kleines Kind. Weil ich will es nicht so machen, dass du es in der Kacke findest. Ich bin gerade klein genug. Nee, die Farm kommt auf jeden Fall. Pass auf, Sascha, was hältst du denn davon? Ach, wir bauen das ja noch ab. Was hältst du denn davon, Sascha, wenn wir mal einen Steg in der nächsten Folge bauen mit dem Tobi, der kann dir mithelfen. Ich hab grad Diamanten gefunden. Der Tobi kann dir mithelfen. Ich hab grad Diamanten gefunden. Der Tobi kann dir mithelfen. Wir sollten auf jeden Fall weiter durcheinander quatschen, das ist sehr gut. Hör zu, pass auf, mein Plan ist. Mein Plan ist, dass wir dass wir einen Steg in den Dschungel bauen. In den Dschungel bauen. Hier in den Dschungel gegenüber. Und dann können wir Baumhäuser später bauen. Wie lange geht denn die Folge schon? 17 Minuten und 20 Sekunden. Okay. Also, ich fasse diese Folge nochmal zusammen. Der Dean ist wirklich begeistert davon, dass es Michael Schumacher schlecht geht, wie wir erfahren haben. Nee, ich finde Michael Schumacher gut, ja? Ja, jetzt, Dean, da kommst du nicht mehr raus aus der Nummer. Oh, geil. Ja, schreib mir alle Fernsehen. Das musst du jetzt aussetzen. Oh. Da bist du echt voll in die Nummer reingebrettert. Reingebrettet? Was? Was hast du gesagt? Dean, da kannst du nicht mehr rumdrehen. Du kannst das nicht auf andere schieben. Es ist voll vorbei. Gibt's doch nicht. Ich wette, in dem Moment jetzt, ja? Indem die Leute dieses Video hier sehen, hat dein Video schon 1000 Dislikes. Ich bin dafür, bist dass du schon tot. Ich bin dafür, dass der Dean mindestens sein Video beim Donaldi-Kanal 1000 Dislikes haben soll. Gut, genau, und dafür, weil ich auch Minecraft aufnehme und sowas. Ist auch, ja. Dann halt irgendein anderes Video. Wir teilen einfach gleichzeitig irgendein anderes Video von dir. Irgendein Video, wenn das Video 1000 Dislikes hat. 1000 Dislikes. Alter, ein Video. Aber bitte, ganz, ganz wichtig, macht für diese eine Sache mal den Adblocker rein. Ja. Ja, damit er sich noch einen Knoppersen kaufen kann vor seinem Untergang. Dennis, weiß ich, was ich mit dir machen werde? Dean, ich werde dir nach der Folge, werde ich dir sagen, warum ich das gesagt habe. Dennis, ich werde dir den Anus nach außen stöpseln. Aha. Alter, darf ich mitmachen? Und dann zünde ich dich an. Ich hab wirklich, weißt du, ich find's traurig, die Leute schreiben in den Kommentaren auf Twitter so schöne, nette Fragen. Hier redet ja von Anus ausstöpseln. Dean, was ist heute los mit dir? Ja, dann stell doch einfach die Fragen. Ich stell die Fragen. Wie haltet ihr euch auf? Achso, das hatten wir schon. Zwei Stück können wir noch. Findet ihr an einem Menschen besonders attraktiv? Also bei einer Frau, Titten! Nein, Nee, Augen. Augen, Charakter natürlich. Augen, ja, es geht, wenn es ums Aussehen geht, natürlich die Augen, ja. Und was soll man da sagen? Es kommt halt auf den Menschen drauf an. Also. Was findest du attraktiv, den Charakter? Ja, der Pavel guckt in die Menschen immer rein. Ich hab euch nicht zugehört, ich rede einfach nur irgendwas. Also wenn es ums Aussehen geht, muss ich sagen, dann auf jeden Fall Natürlichkeit. Das ist ganz wichtig. Nicht so eine vollgekleisterte Fresse, ja, das geht gar nicht. Ja, und vor allem auch nirgendwo irgendwas operiert oder so, weil, Ja, das ist ja schon High Society dann. Das ist so Natürlichkeit. Das Patrick, nein! Nee, ich bin auch echt, ich finde es auch schöner, einfach Frauen zu sehen, die wirklich es nicht nötig haben, sich mit einer Tonne Schminke zuzuklatschen, um dann wirklich den anderen Kerlen, weißt du... Ja, die gehen abends dann ins Bett und legen die Maske neben hin. Ja, so ist es eben. Was auch sein muss, es ist nicht, also
nicht zu dünn. Also ja, jetzt darf man nichts Falsches sagen, aber halt so ein Strich in der Landschaft muss auch nicht sein. Ja. Ach, das muss auch noch weg hier? Ich bin gerade überlegen, Sascha, ist das nicht viel zu viel Platz jetzt schon hier? Ja, was habt ihr denn vor? Teilt doch mal eure Gedanken ein bisschen. Hast du noch eine Frage? Ansonsten können wir Folgenpause machen. Okay, eine Frage habe ich noch. Und zwar, Killerspieldebatte können wir in der nächsten Folge mal ansprechen. Wie gut könnt ihr mit Kritik umgehen? 13. Wenn es gute Kritik ist, dann auf jeden Fall sehr gut. Ja, also ich habe inzwischen gelernt, auf YouTube gibt es so viele Vollspastis, die teilweise die Leute... Weißt du, wenn du die Leute persönlich siehst, ja? Wenn du alle Leute mal persönlich sehen würdest, die deine YouTube-Videos kommentieren oder schlecht darstellen, keiner würde zu dir irgendwas Schlechtes sagen. Es ist immer nur das Internet, die große Fresse haben. Ich kann mal eine ganz kurze Geschichte erzählen, und zwar war damals, bevor die PlayStation 4 rausgekommen ist, hat Sony ein cooles Event gemacht, und zwar durfte irgendwie eine Person wurde aus dem offiziellen Forum ausgesucht. Und die Dame, also es wurde eine Dame, die wurde vom Sony-Team ausgesucht, alles legitim und so weiter. Und die Dame wurde dann auch bekannt dadurch, also Sony hat dann aufgelöst, weil die den kreativsten Vorschlag hatte. Und dann wurde die ja teilweise richtig fertig gemacht, ihr Account wurde gehackt und alles. Und da habe ich auch mich mit einer Dame von Sony unterhalten, und die meinte, dass sie sowas noch nie erlebt hat. Und das ist einfach das Internet, weißt du? Also die Leute, die sitzen zu Hause von ihren Rechnern, haben die größte Fresse überhaupt, haben nicht mal drei Haare am Sack, ja? Auch wenn ich mal lese, der Sarazar spuckt dir mal in die Fresse und sowas, was bei GTA Online immer in die Kommentare steht. Ja, da hängst du, da denkst du dir teilweise, was hier los. Wobei das nicht nur ein Problem des Internets ist, dieses anderen nichts gönnen, das hast du auch im echten Leben. Beim Internet ist es halt krasser, wie die Leute halt... Weißt du, Sascha, da ist halt noch Beleidigung und sowas. Ja, ich beziehe mich jetzt nur auf die Beleidigung eigentlich. Aber das ist schon wirklich, wirklich krass. Also, muss ich echt sagen. Also, im Internet haben die Leute mal größere Fresse, als wenn du die in der Realität siehst. Da würde nie einer auf der Gamescom zu dir sagen: Dennis, du bist scheiße, deine Videos sind scheiße. Also, würde nie einer sagen: Ja, Sascha, du bist natürlich so wieder so eine Litfaßsäule, die einfach rumsteht aber und scheiße ist. Ja, das schön. Also, das ja, wir haben den Taro schon mal rennen gesehen. Wenn ihr den auf der Gamescom einmal seht, dann sagt mal, er soll mal bitte einmal rennen. So richtig rennen. Forest, also Peter Crouch, Boy, run. So, und ich bin dafür, dass wir jetzt heute eine Folgebeendung machen. Wir schludern ein bisschen hier rum. Wir müssen mal weiterbauen. Ja. Ich werde auf jeden Fall schon in der nächsten Folge. Ich werde in der nächsten Folge echt mal mich jetzt ein bisschen mit dem Baum. Ich werde mit dem Tobi. Tobi einfach mal einen Steg rüber in den Dschungel bauen und mal gucken, was uns da erwartet, während der Dean hoffentlich die Farm weiterbaut. Der Platz ist jetzt ausgehebelt. Und vielen Dank, dass ihr eure Fragen alle eingesendet habt auf Twitter. Die Twitter-Profile haben wir unter die Videos hier verlinkt, falls ihr da vorbeischauen möchtet. Wir wünschen euch natürlich alle noch einen schönen Tag. Und haben wir das? Also ich auf jeden Fall, Tobi wahrscheinlich auch, weiß ich gar nicht. Ich auch. Und der PayZ natürlich auch, der Taros nicht. Okay, dann einen schönen Tag. Ihr könnt auch natürlich bei Facebook Fragen stellen, wenn ihr möchtet. Findet ihr auch unter dem Video. Da antworten wir auch direkt, ne? So, ja. Also nicht bei dem privaten Facebook, bitte da nicht unbedingt adden oder sowas, das verteilt sich ja inzwischen wie was weiß ich was, sondern einfach bei Mafuyu, LP, Tobi, Mator, PZ, Donaldi das oder Taros. Genau. So, bis dann und habt einen schönen Tag, bye bye. Ciao. Da ist auch schon die Abmoderation. Heute gibt es das Ding auch bei mir, war in der letzten Folge ja irgendwie nicht dabei. Tobi, was war denn da los? Ich weiß nicht, was da los war. Hast du wieder ein Loch im Hirn, wa? Ja, warte mal, ich guck mal nach. Ja, hab ich. Okay, bis dann, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Dir. Ja, den lass es. Lass es, den zügel die Zunge.